Willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind zu einer unsäglichen Uhrzeit unterwegs. Es ist 10 Uhr morgens. Wir sind nämlich heute den ganzen Tag auf der Happy Slice Tour. Happy Slice von Knossi und Trimax bringen Chips raus und machen zur Feier davon eine Tour durch Deutschland. Und wir werden heute den ganzen Tag in Köln mit dabei sein. Ich bin sehr gespannt, was es gibt. Und ich nehme euch wieder mit. Hallo und herzlich willkommen zur Happy Chips Tour. Krasse Aktivitäten. Wir gehen in den Stuntpark. Gucken wir mal, wer hier so dabei ist, oder? Ja, ich bin Niki. Ja, ich bin Paul Friege. Ja, hallo, ich bin auch Paul. Ich bin Adi, ich komme aus der Schweiz. Mein Name ist Max. Ich bin Zabex. Hallo. Oh ich bin der Oskar. Ich mache mittlerweile seit 11 Jahren Vlogs auf YouTube. Leute, wir sind am ersten Stopp. Es sind schon einige Zuschauer aufgereiht und machen diverse Fotos. Ich habe seit 2 Stunden diesen scheiß Chip in der Hand. Ich habe nämlich die wundervolle Aufgabe bekommen, heute auf diesen Chip aufzupassen. Ich wollte euch mal eine kleine Bustour geben. Ist ja doch interessant, wie das so hinter den Kulissen aussieht, sag ich mal. Ich hoffe, wir kommen rein, weil der Security, der davor steht, der sieht aus, wie wenn er seinen Job extrem ernst nimmt. Ich frag mal ganz nett. Entschuldigung, wir müssen einmal in den Bus rein. Wir machen eine kleine Tour. Danke, danke. So, Leute. Jetzt bist du auf guter Höhe, finde ich. Ja, willkommen im Happy Slice Bus, ne? Wir haben schon ein paar Stunden hinter uns. Ich glaube, man kann das sehen. Das ist das glorreiche Leben der Happy Slice Tour. Mr. Jens Knossalla ist heute leider nicht persönlich am Start. Deswegen haben wir diesen Pappaufsteller hier provisorisch dabei. Da ist mein Platz. Guck mal. Wir wurden hier wunderbar verpflegt mit lecker Pizza. Oh mein Gott. Wir haben natürlich auch Goodie Bags bekommen. Da ist einmal der Simon Fuchs drin. Wir haben hier ein Maskottchen dabei. Es hat 30 Grad. Wirklich, der Typ tut mir so leid. Dann ein Happy Chips T-Shirt. Und natürlich jede Menge Happy Chips. Die muss ich auf jeden Fall gleich noch probieren. Ich glaube, da suche ich mir aber noch jemanden, mit dem ich das zusammen machen kann. Wir sind seit 3 Stunden unterwegs und das sieht wirklich aus, wie wenn hier eine Bombe eingeschlagen hat. Ja, irgendwer hat vorhin hier auch einen fahren lassen, dann hat der ganze Bus nach Scheiße gerochen. Naja. Ja, wir gehen mal wieder raus. Der scheiß Chip die ganze Zeit. Ja. Ich darf den nicht aus der Hand legen. Also ich darf den, der muss die ganze Zeit bei meinem Team bleiben und der darf nicht kaputt gehen. Ja, Max hatte mir am Anfang in die Hand gedrückt. Ich habe den Fehler gemacht, meine Hand aufzuhalten und seitdem habe ich den. Naja. Jawohl, Niki. Sauber! Jawohl, Niki. Weiter! Ich hab ihn! Jawohl! Ich hab ihn! Halt dich fest! Ich hab ihn so in der Hand! Ah! Aber gut, du warst bisher der Beste. Das sieht so komisch aus. Als würdest du dich an deinem eigenen festhalten. Ich hab mich aber eingeteilt. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn so in der Hand! Ah! Wir wurden in Team Trimax und Team Schradam eingeteilt. Und durch das Gewinnen verschiedener Aufgaben konnten wir Punkte für unser Team bekommen. Ich war in Team Trimax und die nächsten Challenges für uns waren in einer Kletterhalle. Okay, wir sind jetzt im Stuntwerk und treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Unser Team führt mit 2 Punkten, jawohl. Ich bin gespannt, wie wir so abschneiden. 3 Leute brauchen wir. Weil ich den anderen beiden auch scheiße bin, würde ich mich ja auch reinwagen. Dann brauchen wir noch einen dritten. Ich bin auch sehr scheiße. Deswegen würde ich 4 machen. Und hier würde ich scheiße sein. Hier schaffe ich das. Ja, okay, geil. Du trittst gegen Lisa an. Lisa, komm bitte nochmal. Oh. Es geht darum, möglichst klein und sich schlank durch die Linien. Und ihr tritt gegeneinander ja, an. Mega. Ja. Okay, sind wir bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Boah, Junge. Wie eine Spinne. Er ist da durchgekrabbelt, Digga, das hab ich noch nie gesehen. Alles ist mit am Weg. Einfach jedes Seil. Der Unterschied zwischen Nico und Lisa da unten. War wirklich schön. Digga, ich hab. Das war so smooth. War geil, gut, oder? Professionell. Go! Sauber! Sauber! Holy shit! Jawohl! Okay Leute, ich bin dran. Can und ich treten jetzt an, wer länger da oben hängen kann. Und wir dürfen uns auch fighten oder was? Junge. Also ich glaube, wir hängen da richtig lange. Digga, ich glaube, ich reiß dich einfach sofort runter, weil ich bin viel größer als du. Unterschätz mich nicht. Oh, unterschätzt das mal nicht hier. 3, 2, 1, go! Ja. Ich bin in Gefahr. Bitte, wie lange man anstrengt. Digga! Nicht! Ja! Stark, Digga! Digga, das ist doch so ein Wirbel. Boah, hast du überhaupt anstrengt? Es geht. Es geht! Ich habe einen richtigen Scheiß gegen aus. Das ist ein Highground. Du warst da oben. Du warst über dieser Stange da. Wie geht das überhaupt? Sir Veronican, I have the high ground.
You underestimate my power. Alter, das hat krank Bock gemacht. Wir müssen hier nochmal hinkommen, glaube ich. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Bus. Es geht nämlich weiter. Wir gehen jetzt nämlich, die machen immer zwischendurch so Fantreffen-mäßig. Wir fahren jetzt zu einem weiteren Supermarkt, wo dann wieder ein paar Zuschauer warten. Wir hatten auch Madu, einen Zauberer an Bord, der mir hinter dem Bus noch einen kranken Zaubertrick gezeigt hat. Ich liebe wirklich Zaubertricks und das war wirklich komplett krank. Okay, pass auf, Oscar, misch die Karten kurz. Das ist ein extrem schnelles Kunststück. Junge, ich liebe Zaubertricks. Nenn die Karte, irgendeine. Achtung, magst du mal eine Karte rausnehmen? Irgendeine, mach ein Gefühl. Die. Wenn das jetzt die Fix 4 wäre, wäre crazy, oder? Schau mal langsam, zeig's dir. Was? Pass auf, wir gehen einen Schritt weiter. Ich habe einen Stift für dich dabei. Schreib mal deinen Namen auf die Pik 4 drauf. Einmal für die Kamera, ganz langsam, ganz fair. Du darfst entscheiden, da oder woanders hin. Komm, entscheide du. Sag irgendwo Stopp, wo du möchtest. Stopp. Genau da, die Karte kommt rein. Ich gebe dir einen Tipp. Oben ist sie nicht, unten ist sie auch nicht. Magst du einmal eine magische Bewegung machen? Extrem magisch. Pass auf, dann kommt eine Karte nach oben. Guck mal, und das ist... Ja, komm, scheiß auf. Du machst noch ein letztes Mal. Es geht viel zu schnell. Ich bin auch damit beschäftigt, dass du einfach random die Pik 4 hast. Magst du sie einmal reinschieben? Lass mal der Song gucken. Hier. Hey, guck mal. Digga. Stark. Ey, vielen Dank dir. Ey, gerne. Junge, war das witzig. Ich hoffe, euch hat es beim Zuschauen genauso viel Spaß gemacht wie mir hier vor Ort. Falls es euch gefallen hat, lasst super gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.